Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen bei einem Solo-Let's Play auf den Austrian Gaming Nights Kanal. Hier ist euer Domsch, aka Domischnick. Und ich werde hier Hop spielen. 100% blind. Ich habe mir das Spiel geholt, wie es auf Epic Games kostenlos war, aber noch nie angefasst. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon spiele, dann zeige ich euch das Spiel. Also starten wir ein New Game. Okay. Oh, ich kann nicht mehr steuern. Ist es eine Erde oder eine See? Ich weiß nicht. Sagen wir mal S. Oh. Das Spiel das ist schon sehr interessant und schön aus, ne? Okay. Mal versuchen, die Steuerung rauszubekommen. Okay. Rechte Trigger ist laufen. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich da so herumklettern kann, aber erstmal nicht, ja. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich meine, ich spiele jetzt hier auf Ultra. Es schaut sehr, sehr angenehm. Also es ist sehr, sehr angenehm auf den Augen. Bevor wir hier weitergehen, schauen wir mal hier oben nach. Ha. Oh, man kann rollen. Es ist Souls-like. Achtung, es ist Dark Souls. Okay, oh. Das hat jetzt so eine Kletteranimation, wenn man sich an den Hangel entlang klettert. Das ist sehr interessant. Okay. Anscheinend. Also scheinbar kommen wir ja irgendwo hin. Ja. Okay, was ist das? Gehen wir mal hin. Oh. Oh, ich glaube, das ist ein Checkpoint. Ah, ich will noch diesen Ort da erkunden. Weiß nicht, ob ich wieder herkomme. Schauen wir mal hier vorbei. Hier. Okay, ich kann damit noch nichts machen. Boah. Da sieht man noch mal, wie schön eigentlich dieses Spiel ist. Das hatte wirklich geschmackiger, sag ich mal. Oh. Das war a superhero landing. So, gehen wir mal weiter. Anscheinend scheint Y etwas zu sein. Eine Art Attacke, die wir da noch nicht kennen. Weil jedes Mal, wenn ich Y drücke, kommt mein Lebensbalken. Kann aber auch sein, dass es einfach das HUD anzeigt, wenn man die Taste drückt.
Oh. So kann man sie auch machen, einfach reinschlagen. Hm? Ich muss ja auch hier ein wenig auf die Zeit achten. Ich habe nur 15 Minuten zur Verfügung. Und ich bin noch am Schwanken, ob ich jetzt nur 15 Minuten mache oder ob ich länger mache und das in verschiedene 15 Minuten Videos aufteile. Ja, das ist ja Herkules oder wie? Also auf jeden Fall, ja. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr es haben wollt, ob ich. Also, ob ihr halt die eine Folge pro Tag haben wollt oder zwei Folgen pro Tag. Also, ob ich jetzt zwei 15-Minuten-Folgen oder eine 15-Minuten-Folge rausbringe. Hallo? Achso, ja, genau, der hätte das nicht umsonst geschlagen. Ah ja, Alter. Diese kleinen Äffchen sind Indikator, wo man hin muss. Wenn das, wenn man die Äffchen nennen kann. Na hallo. Huhu. Gut, dann gehe ich halt als Scheibenkäse. Soll ich kurz gucken, was ist hier oben? Hallo. Oh. Oh, die Proportion. Die Proportion, die macht mir zu schaffen. Richtig dünne Skelettbeine. Und also richtig dünne Skelettbeine. Oh. Wir haben unseren Arm verloren. Ich rede so chillig über die Proportion von dem Vieh. Und dann ist einfach unser Arm weg. Also, das ist nicht geschmackig. Es ist gar nicht geschmackig. Gut. Mir ist das Spiel gecrashed. Okay. Starten wir es nochmal. Starten wir es nochmal. Und los. Ah, und da ist die Game Capture. Gut. Continue. Oh. Muss ich wieder das hier machen? Wir haben aber nicht viel Fortschritt verloren. Jetzt wissen wir, dass diese Checkpoints indirekt auch Ladescreens, also Speicherscreens sind. Sobald da so ein Checkpoint kommt, haben wir gespeichert. Das ist ja wunderbar. Aber warte. Bevor wir da irgendwas machen.
können wir da interagieren? Können wir hier mit interagieren? Nein. Okay, dann war das richtig so. Dann war das richtig so. Na gut. Dann sehen wir das nochmal. Tut mir leid für die Inconvenience. Es ist halt Epic Games. Besser gesagt, es ist nicht Epic Games schuld. Es ist mehr... Es ist mehr etwas passiert, was das Spiel nicht leiden konnte. Vielleicht ist irgendwie so ein Code im Hintergrund gerannt, der nicht richtig executed ist. Ich hoffe zumindest, dass es nicht nochmal crasht. Genau. Bevor es gecrashed ist und wir unseren Arm verloren haben, habe ich ja über die Proportion von dem Vieh geredet. Ja. Richtig riesiger Schädel. Kleiner Körper. Richtig lange Stelzenbeine. Kann man machen. Ist aber Albtraummaterial. Oh. Winning Games. Die haben das Spiel gemacht. Und hier ist es. Hopp. Also, von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass es ein Plattformer-Rätsel ist. Und ich glaube, ich habe auch recht. Und der gute Herr hat uns seinen Namen gegeben. Ist ja sehr nett. Okay, ich glaube, es kommt irgendwie ein Tutorial, beziehungsweise wir können die Faust erst nutzen, wenn wir gepromptet werden. Denn ich kann die Faust dabei immer noch nicht nutzen. So. Aber wir sind hier. Wir sind hier. Sag mal, kann ich das jetzt... Ja! Ach so, okay. Warte. Bevor wir weitergehen, will ich nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Kann ich das überhaupt? Ein paar Schritte zurückgehen. Ich mach Schwachsinn. Ich gehe wieder dorthin, wo ich eigentlich hingehen sollte. Ich dachte, ich kann wieder zum Anfang locker easy zurück, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hinkomme. Also machen wir uns auf den Weg. Und gehen weiter. So.
Ich muss euch für heute mal leider enttäuschen. Ich habe die 15 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen.